Wir haben eine sensationelle Aufnahme erhalten, die angeblich von einem ausländischen Überwachungssatellitenspion aufgenommen wurde. Sie wurde in den letzten Sekunden des malaysischen Boeing-Flugs über der Ukraine aufgenommen. Vor dem Treffen der Präsidenten beim G20-Gipfel in Australien ist das Thema der Ermittlung des Todes der Flugpassagiere mehr als aktuell. Die Aufnahme spricht für die Version, die im Westen fast nicht angesprochen wurde. Ich begrüße Sie. Es ist bekannt, dass bei dem G20-Gipfel in Brisbane der australische Premierminister Abbott damit droht, unseren Präsidenten in einem scharfen Ton die Frage nach der malaysischen Boeing zu stellen. Versuchen wir ihm diese Aufgabe zu erleichtern. Noch im Monat August hat der russische Ingenieurbund seinen Bericht über die möglichen Ursachen der Katastrophe veröffentlicht, der in den Medien und im Internet stark verbreitet wurde. Experten haben eine weite, detaillierte Analyse aller zugänglichen Informationen aus allen Quellen durchgeführt, technische Berechnungen ausgeführt und alle Versionen für die Ursache der Katastrophe durchgearbeitet. Das Fazit der Experten: Die einzig technische mögliche Ursache, der malaysische Liner wurde von einer Rakete von einem weiteren Flugzeug abgeschossen. Wir richten Ihre Aufmerksamkeit auf eine Stelle im Bericht, das Fehlen jeglicher ernstzunehmender Beweise für den Start der Boden-Luft-Rakete. Der Start der BUK-Rakete wird durch eine Feuerwolke, sehr lautem Knall, der in einem Durchmesser von 10 Kilometer zu hören ist, und einer Kondensspur, die 10 Minuten lang am Himmel sichtbar bleibt, begleitet. Kurz gesagt, es gab wahrscheinlich überhaupt keine Boden-Luft-Rakete BOK, keinen Raketenstart vom Boden aus. In Anwesenheit mehrerer Dutzend professioneller Beobachter im Katastrophengebiet von allen Seiten und tausender unprofessioneller Beobachter hat keiner den Abschuss der Raketen gesehen und aufgenommen. Aber die Flugzeuge haben gesehen und aufgenommen. Und das waren mit Sicherheit keine russischen Flugzeuge. Die Argumente der Experten wurden gehört, im Internet wurde der Bericht ins Englische und ins Deutsche übersetzt. Danach fingen wir an, eine große Menge an Informationen mit verschiedenen Material zu empfangen, Ingenieursberechnungen, und im Endeffekt haben wir am 12.11.2014 das hier bekommen. Ich bin gänzlich mit dem Resultat Ihrer Analyse des Absturzes der Boeing einverstanden, schreibt ein Mensch, der sich als George Bilton, Absolvent des Instituts MIT Luftexperte mit 20-jähriger Erfahrung, vorstellt. Die Boeing wurde von einem ihrer folgenden Kampfjet abgeschossen. Zuerst wurde die Besatzung von einer Kanone abgeschossen, danach traf eine Luft-Luft-Rakete die Flugkabine, danach wurde das rechte Triebwerk und der rechte Flügel durch eine Rakete mit Wärmesuchkopf zerstört. Die Aufnahme, wo man sehr deutlich den Abschussstart der Rakete vom unteren Flügel des Kampfjets genau in Richtung der Pilotenkabine sieht, war dem elektronisch übermittelten Brief beigelegt. Die Aufnahme stimmt mit der Örtlichkeit, den Wetterbedingungen, den Flugzeuggrößen und der Katastrophenumstände genau überein. Wir haben eine kosmische Aufnahme vor uns, welcher vor nicht sehr großer Umlaufbahn gemacht wurde. Meistens werden solche Aufnahmen gemacht, um eine allgemeine Aufklärung am Boden und Luftraum zu erhalten. Übereinstimmend mit den Koordinaten, die auf der Aufnahme zu sehen sind, können wir annehmen, dass die Aufnahme von einem amerikanischen oder englischen Satelliten ausgemacht wurde. Wir haben eine detaillierte Analyse dieser Aufnahme durchgeführt und haben keinerlei Anzeichen für eine Fälschung gefunden. Alle Unglücksversionen müssen in Betracht gezogen werden, mit eingeschlossen des berühmten BOK. Der Mensch, der die Aufnahme gemacht hat, auf der man sieht, wie die MIG-29 eine Passagierboeing abschießt, muss auf jeden Fall ein Profi sein. Eine solche Aufnahme zu fälschen, bedarf größerer Professionalität, als dass man Zugang zu solchen Informationen hat. Meine Damen und Herren, Sie haben solche Aufnahmen. Oder andere. Veröffentlichen Sie die Aufnahmen endlich. Die Hände auf den Tisch, denn zum heutigen Zeitpunkt hat man jeglichen Grund anzunehmen, dass Staatsverbrechen von denen verübt wurden, die das Flugzeug bewusst und zynisch abgeschossen haben. Und diejenigen, die das bewusst und zynisch verheimlichen, obwohl sie über ausreichende Informationen verfügen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.